Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig, gemeinsam durchgehext The Witcher 3. Ja, ihr seht, wir sind hier gerade dabei, eine Totenkopf-Quest zu absolvieren. Oh ja. Und zwar die Verbesserung der Katzenschulenausrüstung, Teil 1. Genau, und wir haben keine Angst davor, das sind wir, denn wir und Geralt sind mega männlich und wir fürchten nichts. Denn das Ding ist, dass Teil 2 davon habe ich auch ganz gut hinbekommen. Nun, das... Achso, wird öfters X nicht angezeigt. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was das hier so bringt, wenn wir gerade schon in Novigrad sind. Ja, dann machen wir deine Hexersinne an. Herze. Auf jeden Fall scheint es die richtige Höhe zu sein, wie das auf der Karte angezeigt wird. Huch! Guten Tag. Taschen. Haben Sie eine Katzenschulenausrüstung versteckt? Ja, meine Güte. Geht denn doch noch ein Stückchen höher? Speichern wir nochmal. Da. Ich glaube, beim Schatzsuchen ist auch oft so, dass die Quest deswegen... Jetzt ist es nach unten. Okay, aber du kannst ja mal ganz kurz hier... Wir waren ja auch schon mal drin, glaube ich. Ja. Ah. Hier haben wir es doch. Aber das ist Katzensilberschwert. Wir waren hier noch nicht drin. Okay, dann ist der Totenkopf wohl eher wegen dem zweiten Part. Was ja, weil das ist nämlich bei den beiden Wüfern. Da unten. Ach ja, In Wählen. Ja, wo ich ja aber der Meinung bin, also machen wir dann später... Aber wo ich aber der Meinung bin, dass das ist ja hier nur der Höhleneingang und die Wiefer sind ja wirklich da oben auf dem Plateau. Hm. Also, ja, aber wahrscheinlich würde es darauf hinauslaufen, dass man das machen muss. Und jetzt geht's zur Hauptquest, was? Ja, ich habe nochmal gerade geguckt. Das Einzige, was wir noch versuchen könnten nochmal, wäre halt das mit dem Boxkampf, weil das mit dem Level da nicht ganz so mega ist. Und das ist ja gerade gesehen, ich habe auch einen Level 20er Box-Typen oder 18er Box-Typen platt gemacht. Also das könnten wir noch machen. Ne, ich bin jetzt für Träumen in Novigrad, das ist nämlich eine Level 7er Quest nur. Ja. Kann man mal so langsam auf Level 16. Level 16. Level 16 sind wir schon. Mal so langsam angehen. Da wollen wir uns überlegen, für die Hauptquest kriegt man viel mehr Erfahrungspunkte als für die ganzen Nebensachen. Ja. Und durch die ganzen Nebensachen sind wir jetzt schon Level 16. Und wir wollen ja auch gerne Level 17 bzw. 18 werden. Für die Katzenschulen-Ausrüstung. Ja. Und die verbesserte Greifen war ja auch, ne? War teilweise dabei. Ja, und auch gleich eine verbesserte Katzen. Ah, so war das. Das war doch, das Level 17 kann man schon das normale tragen und Level 18 war schon das verbesserte. Aha. Welches ich jetzt noch hier im Kopf habe. Kann mich auch gerade täuschen. Aber ich glaube, das war mit der Katze. So. Weil wir haben ja schon viele von den verbesserten Sachen von der Katze schon gefunden. Ja. Ich glaube, das ist jetzt nur das da bei den Büfern da und da haben wir alles von der Katze, was verbessert ist schon. Ja. Weil es halt nur noch das Stufe 3 und ich glaube, das Stufe 3 war aber sehr größtenteils ein Skellige oder irgendwie so. Oder das Stufe 4 war ein Skellige. Also ich weiß nur noch, dass auf jeden Fall von der Greifenschulenrüstung Stufe 3, das war alles in Skellige. So. So, aber jetzt geht's mit der Hauptquest mal weiter. Weil die Träumerin soll uns ja was sagen können, wo denn... Und wir suchen Ciri. Who's asking? Rudolf de Jonquier, of those de Jonquiers, yes. No. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merit, son. Don't hide them under a bushel. Ja, ich suche nach Corinne, die Träumerin. I'm looking for Corinne Tilly. Oh, you've come to the right place then. Corinne is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Aha. Not interested in what's going on inside? Seeing it for yourself. I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact, Corinne requested she not be disturbed. Tja. Tja, leider müssen wir sie stören. Why do you need to know the house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. What are the symptoms? Oh, they vary. Giggling in the night. And furniture moving about in the attic. And last week... Well, you shan't believe it. Es werden wohl keine Geister sein. Nee. I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a Witcher. You may enter, call that my whim. Eigentlich könnte jeder einfach sich als Hexer ausgehen, wenn er sich zwei Schwerter auf den Rücken bindet. Ja. Viele würden sicher nicht drauf reinfallen. Mhm.
Hallo? Erstmal schön viel Loot hier. Das müssen wir alles mitnehmen. Das muss nämlich alles überprüft werden, ob irgendwie Geister da drin sind. Stop! Go away! Don't do that! Leave it! Wir klauen trotzdem. Wir überprüfen trotzdem. Was willst du jetzt machen, hä? So, sie ist weiter oben. Na dann. Gehen wir nach unten. Geralt. Ah! Nein, da. Draht. Draht. Rot. Art. Es geht wieder mal zur Kanalisation. Fallenstellerstiefel. Vier und Diamantenstaub. Angrenischer Kyras. Das ist nur wieder ein Ziegelein. Okay. Ach, da kommt doch Geralt wieder nicht raus. Ostiger Hammerkopf. Oh. Da war doch, glaube ich, was. Oder? Ah, was haben wir da? Hm, das hat einen Flug. Ja, ein kleiner Geheimraum nochmal hier. So, also Herr von Jorsen oder wie du heißt, ich habe dir einen zusätzlichen Keller gebaut. Ja. Nichts zu danken. Gut. Okay. Was ist hier oben? Stop. Doch. Das ist nicht Johnny, das, oder? Das ist. Nein. Aber so ein ähnliches. Das ist ein Göttling. Ja. Also zumindest sah es aus wie ein Göttling. Ein flinker Göttling. Oder ein Geist eines Göttlings? Wake up. It's just a dream. Wake up. Das wird wohl nicht helfen. Hörst du auf, das Kinderlachen? The doll. The attic. Okay. Alright. Time to check the attic. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Erstmal hier alles machen. Erstmal müssen wir überprüfen, ob hier irgendetwas Wichtiges ist. Oder von Geistern besessen, kann ja auch sein. Silber, es wird sehr gerne von Geistern kontrolliert. Go away! Don't do that! Leave it! Träumt die denn da bitte? Put it down, please! That's blood! Don't spill it! Please! Ja, ja, machen wir nicht. Alles in Ordnung. Wie komisch ist. Tja. Aber auch wieder eine sehr schöne Dame, muss man sagen. Go away. Ja, schon. Leave it. Sehr gut, meine Güte. Oder hier. Ach, hier geht's zum Dachboden rauf. Dann schauen wir doch mal. Hallöchen. Looten, 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 looten. Wait, the next room is blocked. Ich konnte den nächsten Raum, hat irgendwas vom Blatt erzählt. Ist blockt, hat er gesagt. Ach, ist blockt. Habusch! Nicht mehr. Für uns kein Problem. Ja, rohes Fleisch, was hier seit Jahren auf dem Dachboden liegt, mal mitnehmen. Ich wollte vorhin noch antworten, das Lachen wird von dem Göttling gewesen sein. Natürlich. Er hatte da offenbar. Ach. Da liegt die Puppe. Und da liegt noch irgendwas. Ein Schreiben.
Was haben wir für ein Schreiben? Zeichnung eines Kinderbetts. Na. Kann man sich hier angucken? Das wäre jetzt interessant. So. Da. Papier, auf das hast du ja ein Kinderbett gemalt, wurde anscheinend von einem Kind. There was a cradle on the second floor. Wonder what would happen if I laid a doll in it. Gute Frage. Vielleicht zeigt sich dann das Wesen, was da hier so komisch rumkichert. Was war das denn jetzt? Ich weiß es nicht. So, ach komm, geh halt einfach runter. Ah, ich habe eben das Bein gebrochen. Ah. Ich glaube links. Da, die durch die Tür. Da stand sowas wie ein Kinderbett, glaube ich. Da. Okay. Finde heraus, warum die Tür zugefallen ist. Ja? Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Oh joy, a riddle. Saw an oven in the cellar. Maybe I'll find another clue there. Auch zum Keller. Hui. Wir haben ja schon mal festgehalten, dass Geralt besser ist als Batman. Mhm. Jetzt müssen wir herausfinden, ob das da besser ist als der Riddler. Ich glaube nicht. Oh, Geralt, du brauchst keine Treppen erleichtern. Da ist der Ofen. Hallo Ofen. Boo! Did I scare you? Fast. Scared you, didn't I? I could tell you were scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? Hey, der Name stimmt diesmal überein. Ja. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll nut her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer. So I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. Die ist aber sehr putzig, muss ich sagen. Das sieht sehr schön aus. Falls du nicht gefällig bist, das ist kein Spiel. The way you play, well, it's only ever fun for you. That's because you're a dullard. All you humans are dullards. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big end chases me. End's got these red. Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty. So I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with. So I decided to give them a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Treffen wir eine Vereinbarung. Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? Axie. I'm a witcher. He'll believe me. Yes. Richtig. Yes! Yes! Do that, and I promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Ich muss sagen, Göttlinge sind mit die putzigsten Wesen in dieser gesamten Welt. Good day. Ich finde so schön, wie ihre Haare, so die Blätter so auf ihren Kopf wachsen mit Blümchen drin.
aber Gerald hat schon recht. Eigentlich Göttlinge, wenn ich mich recht erinnere, stand doch irgendwas von wegen, dass sie eigentlich in Wäldern eher so leben und so Kinder der Natur sind und so ein Kram. Tja, sie ist halt ein Stadtgöttling. Hallo. Hey, wer ist denn da? Wach. Guten Morgen, Dornröschen. Dein Amulett hat sich auch wieder beruhigt. Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Deine Zukunft. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. Man hört immer noch leise im Hintergrund lachen. Very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? Jo, wir brauchen deine Hilfe. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Den Goldenen Stör kennen wir. Das war eine Hafenkneipe. Ja. Interessant. Da lebt also ein kleiner Göttling hier. Die Sarah. Ja, fällt ja auch. So, dann sagen wir mal dem Typ noch, dass er hier leider nicht einziehen kann und das auch nicht vermieten kann. Na. Guten Tag. Borschchen. I saw Miss Corrine leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? Ja. Der Hausspielsmord, die kriegen den Fluch nicht gebrochen. Ja. A bit of both. A demon had captured Corrine. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corrine dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently. Though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid. Oh well. It shan't put me in the poorhouse. Ich habe nur ein bisschen Sorgen, muss ich sagen, dass sie das Haus jetzt einfach abreißen. Don't bother me, please. Also, da haben sie so viel Angst vor der Wut des Geistes. Wahrscheinlich. Ich hoffe mal. Ich hoffe, dass die Sarah hier glücklich wird. In den kleinen Häuschen mit dem Novigrad. Auf zu Corinne. Zum goldenen Stör. Da. Aus dem Weg. Wir haben ein Date. Der Träumerin. Was für ein Träumchen. Oh Mann. Ja. In unserer heutigen Welt ist sowas negativ belastet. Wenn man sagt, ach, du bist ein Träumer. Ach, da ist das. Ja. Na. Wir sind schon im Hafenviertel. Na. So, die Frage, wo ist der Haupteingang ist. Achso, ist er hier. Da ist er. Nein, stopp, zurück. Nicht du bist, da? Du bist schon vorbei. Du bist schon ja, vorbei. Ich dachte, das sah für mich nicht nach Haupteingang aus. Ist es vielleicht auch nicht, aber ich hoffe, die Tür ist auch offen. Ja. Guten Tag. Hallöchen. Non-human, are you? Look for your kind beyond. Ja. Ach, über diese blöden Rassisten. So, wo ist er denn jetzt? Nach unten. Und nee, oben. Fahr jetzt nach oben. Ah, da ist die Treppe hoch. So, dann rauf, rauf. Ganz schön. Euch hier. Hallo. A dream in here. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Jetzt fragen sie lauter Sachen aus 1 und 2. Oh Mist. Oh Gott. Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this. And though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. Also sprich, wir sollten möglichst viel erzählen. I don't. It's my client who sees.
Das ist Geralds perfekteste Gabe. Ja. Achso, wir träumen sogar. Nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. Okay. Das ist ja so ein richtiges Plappermaul. Ja, na dann. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Geht ja gut los. I need the strongest, most complete memory. Egal, du hast das super verstanden. Woman's name is Ciri. Sie heißt Cirilla. War im Rei. Was soll das erstmal gewesen sein? Ich habe sie in Kamon aus, ich habe sie einmal das Leben gerettet, sie war dabei, als ich gestorben bin. Als ich gestorben bin? Machen wir erstmal das. Ich erinnere mich, als wir uns das erste Mal begegnet sind. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the Waters of Oblivion, they failed in her case. Ciri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny? By something more. Thank you. Would you be willing to share another memory? Ja. Yes. Ist auch für uns interessant, weil wir selber alles nicht kennen. We have time. Also das sind jetzt tatsächlich auch Sachen, die wirklich nur die Bücherleser kennen, weil Cirilla ja erst mit dem Teil hier eingefüllt wurde. Ja. Ja, wir haben sie ausgebildet. Ciri was orphaned during the second war with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword also work, ist der Kaiser doch gar nicht leiblicher Vater? Couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose, she lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Ciri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? Ich glaube, sie richtig verstanden hat, also das war, wo sie zum ersten Mal ihre Periode hatte. Aber du hast doch gesagt, dass eigentlich sie doch, das ist ja auch in der Biografie, dass sie die Tochter ist. After the moment when Yennefer first called Ciri her daughter. Och, Yennefer hat auch als Tochter bezeichnet. I knew she was in danger. I dreamt of her multiple times. I found her at Stiga Castle. She'd gone there to free Yen and gotten herself captured in the process. They wanted to hurt her. I remember fighting side by side with Ciri on stairs slippery from blood. It was the first time she ever deflected a crossbow bolt with her sword. Told her never to try it again. These memories, they're intense. Do you wish to continue? Ja. Wir wollen bestmöglich träumen. I have more to say. Then please do. Da bin ich so gespannt. Sie war dabei, als ich gestorben bin. It was in Rivia. The second war with Nilfgaard had just ended. There was still tension in the air. For gods know what reason, race riots erupted in the town. I tried to do something, but couldn't stop a riled crowd. A boy with a pitchfork. He ran it right through my gut. Yennefer lay dying as well. Ciri had us carried onto a boat. We sailed to a place where apple trees bloom eternal. She left us there. That was the last time I saw her. Uh-huh. Interessante Eindrücke, die wir bekommen. Abilities. Tell me about them. So, aber dieser Dialog hier wird offenbar noch eine ganze Weile weitergehen. Deswegen würde ich mal sagen, wir setzen ihn in der nächsten Folge fort. Ja, interessant, was wir da so alles erfahren über die gute Ciri. Ja, auch über uns selbst und über uns. Yennefer und so weiter. Man kriegt mehr zu spüren, dass sie Geralt sehr viel bedeutet. Ja, und aber wie gesagt, das verstehe ich jetzt halt nicht ganz. Wir haben eigentlich, sie ist die Tochter von eigentlich dem Kaiser. Aber jetzt hat er gesagt, sie ist im Zweiten Krieg mit Nilfgaard eine Waise geworden.
Ja, das wird man halt... Also er hat sie auch offenbar verstoßen. Irgendwie. Vielleicht das ist damit gemeint, ja. Hm, wer weiß. Vielleicht verstehen wir das auch gerade falsch und vielleicht ist es einfach nur, dass der Kaiser auch nur sozusagen ihr... Ziehvater? Es war doch dieses Bild von ihr, wo sie noch ganz klein war bei ihm. Ja. Naja gut, vielleicht klärt sich das so auf. Vielleicht würde man das jetzt nur verstehen, wenn man die Bücher kennt. Oder generell einen anderen Witcher-Teil gespielt hat. Aber nee, auch nicht. Nee, man muss die Bücher lesen. Ja. Ja. Wenn wir bis... Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwann erklärt wird, aber wenn diese Folge rauskommt und ihr diese Folge erst schaut noch, schreibt doch mal gerne, und ihr habt die Bücher gelesen, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was es jetzt genau damit auf sich hat, wie das ist. Kann ja sein, dass es im weiteren Spielverlauf nicht erklärt wird. Vielleicht wird ja auch Ciris Kodex jetzt geupdatet, das kann ja auch sein. Das kann auch sein. Ja, aber all das und mehr werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Bis dann, euer Grauton. Und euer TheRamen. Ciao.